Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir die Informationssuche zu Robert de Sable abgeschlossen. Und in dieser Folge wollen wir uns jetzt daran machen, den Anführer der Templer zu eliminieren und damit unser neuntes Ziel zu töten, welches uns ja auch, oder was uns ja auch, unseren Status wieder zurückbringt. Und von daher machen wir uns jetzt auf zum Ort, wo sich Robert de Sable aufhält. Wir wissen, wo er sich aufhält. Er wird einer Beerdigung beiwohnen, und zwar einer der Beerdigung von niemand anderem als Majd ad-Din, dem, den wir das letzte Mal hier getötet haben, als wir hier in Jerusalem waren. Und angeblich will er dahin, um zu zeigen, dass, ja, Christen und Moslems, also Kreuzritter und Sarazenen, zusammen in Frieden leben können, aber wir wissen es natürlich besser. Wir wissen, Majd ad-Din war einer seiner Templerkollegen. Die Frage ist jetzt halt nur, was ist sein wahres Ziel? Und das wissen wir nicht, aber das werden wir schon bald herausfinden, denke ich. Denn, oh verdammt, hier sind Wachen, ganz vorsichtig jetzt. Denn bevor die Leute sterben, lockert sich immer ihre Zunge so ein bisschen. Und dann werden wir erfahren, was das Ziel Roberts war hier bei dieser Beerdigung. Auf jeden Fall müssen wir dafür aber erstmal bis zu dieser Beerdigung kommen. Und da vorne ist schon der Friedhof. Wir sind ziemlich gut, also von der Geschwindigkeit ziemlich gut hingekommen, aber leider wird er natürlich bewacht. Okay. Frage ist jetzt, kann ich hier einfach über die Dächer klettern, ohne dass es zu stark auffällt? Die Frage ist, ist da ein Bogenschütze oben? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht und kletter hier hoch. Und drüber. Okay, da war ein Bogenschütze, aber der sieht mich ja jetzt nicht mehr. Okay, wir sind auf dem Friedhof. Das hat doch schon mal perfekt geklappt. So, und jetzt gehen wir nur noch ganz langsam und sicher zur Beerdigung. Wir sind nichts anderes als ein Gelehrter. Wir wissen ja, Gelehrte wollten auch hier in der Nähe der Beerdigung sein. Das heißt, es ist nicht mal seltsam, dass wir hier sind. Ah, und da ist Robert de Sable bei der Beerdigung, wie es angekündigt wurde. Wir mischen uns natürlich unters Volk. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majd ad-Din zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht, denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge, wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment, denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Oh Scheiße, wir sind aufgeflogen. Das ist natürlich gar nicht gut. Nein, ich will dich nicht anfassen. Ich will eigentlich hier einfach wegrennen. Erstmal, denn uns wurde ja geraten, wir sollen uns auf keinen Fall mit allen von Roberts Wachen gleichzeitig anlegen. Wir sollen sie auf uns zukommen lassen. Okay, den bin ich erstmal gut ausgewichen. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir irgendwohin fliehen, wo am besten auch nicht allzu viele Bogenschützen sind. Und dann gucken wir, ob wir Robert de Sable irgendwie kriegen können. Wir holen dich schon noch, Robert. So viel ist klar. Aber erstmal müssen wir uns in Sicherheit bringen, denke ich. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht von allen Wachen gleichzeitig angegriffen werden. Also, was heißt, ja, von Roberts Wachen nicht gleichzeitig angegriffen werden. Ich würde auch ganz gerne noch ein paar Bogenschützen vorher eliminieren.
Okay. Ich glaube, hier können wir jetzt gegen Robert kämpfen. Jetzt müssen wir bloß noch gucken. Oh, da kommen sie schon, die ganzen Templer. Okay, da ist auch Robert. Jetzt sind das zwar ganz viele, aber hier können wir, denke ich, ohne Bogenschützen ganz gut kämpfen. So, es war einer. Ach, komm, Robert. Ich kümmere mich erstmal um deine Lakaien. Oh, shit, die sind wirklich stark. Gut, dass wir uns nicht mit allen auf einmal angelegt haben. So, wieder einer tot. Der nächste, bitte. So, das war einer, ein weiterer. Okay, ich möchte mich erst um die Wachen von Robert de Sable kümmern. Blöd natürlich, dass jetzt ausgerechnet Sarazenen und Kreuzritter hier gegen uns sind, aber gut, das haben wir gewusst, dass das passieren würde. So, da ist noch ein Kreuzritter. Ach, komm schon her, du blöder Templer. Ah, shit. Hätte ich mir denken können. Komm schon, komm schon, komm schon. Dich krieg ich, dich krieg ich. Mist. Oder auch nicht. Wer ist hier erbärmlich? Ach, Mist. Ja, es klappt nicht immer. Boah, die sind gut. Ein Glück haben wir sie erstmal von ihren Bogenschützen weggelockt. Sonst hätten wir jetzt ein ziemliches Problem. So, wieder einer der Sarazenen weg. Jetzt müssen wir uns langsam mal um die Templer kümmern hier. Also, was heißt Templer? Um die Kreuzritter, die auch nicht alle Templer sind. Denn die sind die gefährlichen. Und wir müssen verhindern, dass alle auf einmal hier da sind. Okay, ihr kleinen Wichter habt ja jetzt überhaupt keine Chance mehr. Tja, Robert, deine Leibgarde wird immer kleiner, merkst du? Du hast keine Chance, Robert. Zack, das war's mit einem weiteren der Kreuzritter. Oh shit, der war nicht schlecht, Robert. Muss ich dir lassen. Aber wie gesagt, die Leibgarde nimmt ab. Sie besteht jetzt schon nur noch aus Sarazenen. Und die sind nicht so stark wie die Kreuzritter, habe ich das Gefühl. So, und damit bleibst nur noch du, der Robert de Sable hier beschützt. So, Robert, jetzt ist es ein Zweikampf. Wo ist er denn? Robert, wo bist du? Da. Jetzt ist es ein Zweikampf, Robert. Komm schon her. Jetzt gibt's aufs Maul. So, hier. Und spüre meine versteckte Klinge. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Oha, das war also gar nicht Robert de Sable, sondern ein Doppelgänger bzw. eine Doppelgängerin. Und jetzt will Robert de Sable also Sarazenen und Kreuzritter gegen die Assassinen vereinigen. Na, das müssen wir natürlich verhindern. Aber erstmal schnell zu Malik und ihm Bescheid sagen, dass die ganze Sache nicht ganz so gelaufen ist, wie wir dachten. Und das lag diesmal aber nicht an meiner Unfähigkeit, aber ich meine, Malik und Alter Ehe sind ja jetzt wieder ein bisschen dicker miteinander. Da ist das nicht ganz so schlimm. Denke ich, wird Alter Ehe nicht, Malik nicht gleich wieder alles Alter Ehe in die Schuhe schieben. Ach, hier sind zu viele Typen. Ich will aber erstmal in Richtung Assassinenbüro, wir haben nämlich nicht viel Zeit. Alter, sind ja viele Flaggen auf dem Weg. Moment. Wenn ich schon vorbeikomme, dann muss ich die mitnehmen. Ach, kommt schon, klar gibt's immer einen Ausweg. Ich werde ihn finden. Da vorne sind zum Beispiel ein Haufen Dachgärten, die ich nutzen kann. Brauche ich jetzt aber gar nicht, ich will erstmal in Richtung Assassinenbüro.
Okay, nehmen wir den Dachgarten hier. Jetzt sind wir nämlich schon ganz in der Nähe. Gott, seid ihr langsam. Wisst ihr das? Tschüss. Ja, versteck dich nur. Ja, tu ich auch. So, ist er abgehauen? Oh, der wird mich doch wieder sehen, wenn ich jetzt hier langkomme. Aber nicht, wenn ich es so mache. Voll verarscht. Oder auch nicht. Okay, shit, da haben mich welche unten gesehen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich den Typen hier ausschalten und hat dann gedacht, damit wäre es das gewesen, aber dummerweise haben mich hier welche gesehen unten. Okay, wir haben wie gesagt nicht ganz so viel Zeit, deswegen würde ich ganz gerne jetzt mich durchaus beeilen hier. Wie konnte er mir bloß entwischen? Ja, wie bloß, ne? Komm, hau ab. Da ist eine Leiter, hau ab, danke. Ich habe nicht die Zeit, mich jetzt mit euch herumzuärgern hier. So, weiter geht's. Wir sind fast am Assassinenbüro. Malik wartet sicher schon und will wissen, was los ist. Beziehungsweise er hat den Alarm ja gehört. Das heißt, er denkt wahrscheinlich, dass wir es geschafft haben, aber er ist nicht ganz so gut. Ach, verdammt. Hallo. Meine Fresse. Braucht dringend... Jetzt sind wir schon fast da. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Da drüben ist ein Dachgarten. Den werde ich mal nehmen. Denn da scheinen auch nicht allzu viele Bogenschützen zu sein in der Nähe. Heißt, ich werde mir... Okay, sie haben auch so aufgegeben. Das finde ich gut. Brauche ich gar nicht mehr bis zum Dachgarten. Die sind diesmal aber deutlich aggressiver, habe ich das Gefühl, als die letzten Male. Und das, obwohl ich diesmal nicht mal einen umgebracht habe. Okay. So, Malik, ich habe ein Problem. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auf nach Assur, um den echten Robert de Sable zu eliminieren. Also, auf geht's. Auf nach Assur. Los, los. Jetzt müssen wir irgendwie am besten hier rauskommen. Da drüben geht's raus. Es scheint ja auch nicht mehr ganz so schlimm zu sein. Da drüben müssen wir hin, okay. Ich setze mir mal hier den Punkt. Die Gelehrten stehen nämlich ziemlich sicher am Tor. Da weiß ich genau, wo ich lang muss. Okay, Beeilung, Beeilung. Wir haben nicht viel Zeit. Der Vorteil ist, sie suchen uns nicht mehr. Liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass wir diesmal in Wirklichkeit gar niemanden getötet haben. Das heißt, sie haben keinen Grund, uns groß zu suchen. Aber wir können, nicht hoffen, dass das noch so bleibt. Vielleicht wird die Frau, die Robert de Sable gespielt hat, irgendwie jemanden noch auf uns hetzen. Das können wir nicht wissen. Von daher Beeilung. Ja, euch lasse ich jetzt mal stehen. Ihr seid nicht die, zu denen ich möchte. Ich möchte zum Tor. Ach, shit. Hier geht's nicht lang.
Manchmal ist die Stadt mir etwas zu verwinkelt. So, hier geht's aber lang. Okay, da vorne ist der Eingang. Den erkenne ich wieder. Da sind wir damals reingekommen. Ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Oben drüber. Okay. Jetzt bloß nicht in Panik verfallen, aber auch nicht zu langsam sein. Das ist die Devise, würde ich mal fast behaupten. Zack, zack, zack. Und zack. Und dann sind wir draußen. Schön. Und da vorne stehen auch schon Pferde für uns. Und, ach schade, ich dachte, ich krieg das direkt hin, dass ich auf dem Pferd lande. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Komm schon, Beeilung, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen auf, nach Asuach. Ja, Entschuldigung euch, ich kann es jetzt nicht ändern. Geht mir mal bitte aus dem Weg, ich habe gerade nicht viel Zeit. Ich möchte euch nur ungern umrennen oder umreiten, aber wenn es passiert, dann passiert es. Da kann ich dann leider auch nichts dafür. Denn ich habe einfach nicht die Zeit. Ich möchte natürlich ins Königreich, verdammt. Guter Herr. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Ja, das kennen wir ja schon. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist Asur? Ja, werden wir schon sehen. Ach, shit! Haben die uns erwartet? Wussten die, dass wir jetzt nach Asur wollen? Vermutlich. Kein Wunder, die haben wahrscheinlich direkt vor Jerusalem gewartet und haben schon gedacht, dass wir herauskommen würden. Na gut, aber blöderweise wussten sie nicht, dass wir mit einem Pferd ankommen würden. Und haben daher keine Chance, uns überhaupt einzuholen wieder. Ich gehe jetzt auch, es ist mir jetzt auch egal, ob mich noch jemand entdeckt, denn wir haben gerade nicht die Zeit dafür. Okay, steht da vielleicht dran, wo es hingeht? Nach Asur? Akre war ja Akon. Ja, mal weiter in die Richtung. Mal gucken, wir müssen irgendwie, glaube ich, noch ein Stückchen nach links jetzt so langsam. Also mehr so in Richtung Süden müssen wir jetzt langsam. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ach, was weiß ich. Komm schon, Beeilung, Alter, ihr. War wahrscheinlich so ein Bogenschütze, der kann uns eh nicht viel antun. Ja, ja, tötet mich, ich glaub's auch. Ihr habt doch eh keine Chance, ohne Pferde könnt ihr mich eh nicht verfolgen. Und verliert mich sofort wieder. Da könnt ihr euch auch die Luft sparen, Freunde. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt ist die Frage, links oder rechts lang? Ich glaube oben. Oben geht's, glaube ich, nach Asuach. Akte, oder war Akte Asur? Ich dachte, Akte war Akon. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein. Es könnte sowohl Akte... Ja, nein, Akte klingt nicht nach Asur. Selbst in, ja, einer etwas orientalerischen orientalischen Sprache. Da klingt Akte eher wie Akon, aber vielleicht ist Asur ja in der Nähe von Akon. Ach du Scheiße, jetzt muss ich hier direkt durch die durch. Lasst mich doch in Ruhe, Freunde. Ich habe euch doch nichts getan. Ich will hier nur weg. Ja, aber es sieht gut aus. So, da vorne, da geht's nach Akre. Vielleicht ist das ja wirklich Asur. Scheint doch Asur zu sein. Das wäre ziemlich klasse, muss ich sagen. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt ziemlich verkackt und wir reiten in genau die falsche Richtung. Aber ich hoffe mal, dass ich es jetzt richtig übersetzt habe. Aber was hieß dann Akon? Vielleicht liegen die auch nur ziemlich nah beieinander, man weiß es ja nicht. Da geht's hoch, da geht's hoch. Ah, es ist nicht, es ist Arsuf, okay. Arsuf heißt Asur, okay. Kein Ding, kein Ding. Also Akre ist wirklich Akon, aber die liegen wohl ziemlich in der gleichen Richtung von Jerusalem aus. Gut, da habe ich Glück gehabt, dass ich den richtigen Pfeilen gefolgt bin. Hätte er mich auch genau in die falsche Richtung bringen können.